Dann geh du mal am besten hinter uns her. Nicht vor uns her, ne? Hallo und herzlich willkommen in unserem kleinen Paradies. Heute werde ich Detlef mal über die Schulter schauen, was hier draußen so passiert. Und Melody ist natürlich auch dabei. Ja, hallo und herzlich willkommen. So, ich werde meine Frau erstmal hier positionieren. Opa. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier gleich fabrizieren. Dann stehe ich heute mal so ein bisschen unter Beobachtung. Aber dann kann Mama auch das Handy nehmen von mir und mich zwischendurch mal filmen, was ich so mache. Ne? Weiß Bescheid. So, es geht weiter. Im Prinzip wie gestern mit so ein paar Sachen, die ich auch angesprochen hatte. Und von daher würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen, was wir heute hier gemeinsam machen. Mäuschen, los geht's. So, Kind ist an der Schaukel beschäftigt. Und es kann weitergehen. So, gib mir mal die Topf hier, danke. Siehst du wohl. So, ein Topf. Ein Topf, den wir kennen, das ist ein Rosentopf. Die sind etwas höher als normale Töpfe. Und das könnte für das Projekt, was ich vorhabe, vielleicht richtig cool werden. Dazu werde ich jetzt ganz viele Löcher reinbohren. Ganz viele kleine Löcher. Und dann, weißt du schon, was wir damit machen? Kannst du dir vorstellen? Ich habe es gestern angesprochen. Okay, ich mache das mal eben zu Ende. Und dann zeige ich euch, was ich damit vorhabe. Let's get started. So, hier haben wir jetzt unser Hochbeet, wo wir die Möhrchen eingesät hatten. Und hier versuchen wir jetzt mal eine andere Düngermethode in dem Sinne, weil wir haben ja eigentlich Dünger jede Menge, ne, an Rohstoff im Prinzip aus Grünpflanzen. Und von daher wollen wir mal gucken, ob uns das so gelingt, wie ich mir das vorstelle. Jetzt müssen wir jetzt hier ein Loch buddeln. Hier ist eine Möhrchenreihe, hier ist eine Möhrchenreihe. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein Test, ne? Um mal zu gucken, was da so geht oder nicht. Wir können die Pflanzen dann ja beobachten, wie sie im Radius hier sich entwickeln, verhalten in dem Sinne, ne? So, dann kommt das ins Nachbarbeet rein hier. Den Topf zeige ich euch gleich noch mal ganz kurz, was ich jetzt direkt da gemacht habe. Wie gesagt, Rohstoff haben wir genug an Grünmasse, ne? Insbesondere natürlich Rasen. Also Rasen haben wir ja hier ganz viel, das haben auch die meisten eigentlich. Und wenn nicht, gehen auch Küchenabfälle im Prinzip, aber aus Grün. Grünabfälle nach Möglichkeit, ne? Also keine Bananenmatsche oder so ein Kram, sondern tatsächlich Grün. Das ist ganz wichtig. So, muss man eben gucken, ob das jetzt hier so passt. Also hier sind Löcher drin, bis hierhin, ne? Der obere Teil ist geschlossen. Der wird dann auch, sollte aus dem Boden rausgucken. Ach, guck mal, passt ja perfekt, ne? Perfekt, siehst du wohl. Ging doch einfacher als gedacht. So, dann füllen wir den Rand hier wieder zu. Ja, mal gucken, ob das so funktioniert. Hier, ich denke schon, ne? Ganz wichtig ist halt, wie gesagt, Grün. Ganz, ganz viel Grün. So, weit vorbereitet. Und dann holen wir jetzt das, was wir hier hineinfüllen. Muss nicht nur Grün nehmen, man kann auch im Prinzip Mist und dergleichen nehmen, geht auch. Ne? Okay, ich guck mal eben, was wir jetzt tatsächlich da reinfüllen. Unkraut kannst du auch reinschmeißen. Ne? Okay. Tada! Wir sind in unserer Wildnis hier. Hier im Hintergrund sieht man schön die Brennnesseln wachsen. Und da ganz hinten steht auch der Kompost und Meerschweinchenmist, den wir natürlich auch nutzen können. Wenn du das jetzt ganz vegan machen möchtest in dem Sinne. Wir haben gestern Rasen gemäht. Ja, gestern Nachmittag, Spätabend. Spätnachmittag. So, davon nehme ich mir jetzt einfach was hier mit, was wir gleich dort hineinfüllen. Wie gesagt, du kannst auch Mist mit reinpacken, aber nicht zu viel. Vielleicht bei dem Pöttchen, was wir jetzt haben, vielleicht ein Viertel, ein Drittel ungefähr, aber so mehr auf keinen Fall. Und der Rest dann tatsächlich mit Grün. Denn Grün ist eigentlich das, was wir haben möchten, um die Pflanzen zu versorgen. Gerade beim Rasen kommen sehr viele Nährstoffe durch in dem Sinne und das relativ schnell. Und von daher, ja, könnte das eine coole Sache werden. So, aber hier ist jetzt nicht nur Rasen drin, hier ist alles Mögliche drin. Klee und andere Kräuter hast du nicht gesehen. Das ist also ein bunter Mischmasch in dem Sinne. Okay, also wir haben tatsächlich Dünger rumfliegen ohne Ende. Man muss nur wissen, wie man ihn nutzt. Ne? Und von daher werden wir das gemeinsam austesten, inwieweit das relevant ist, dann tatsächlich so zu handhaben. Okay, so, dann würde ich sagen, machen wir mal. Natürlich kannst du das auch übers Mulchen machen, aber das ist dann jetzt nicht so praktikabel bei uns. Der Zutatenmix. So, pass mal auf, da kannst du richtig variabel sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt erstmal unser Gras hier, was wir hier hineinstopfen. Und das gibt also wirklich sehr, sehr viele Nährstoffe. Das stopfen wir auch richtig schön fest hier rein. Man kann jetzt noch Urgesteins mehr mit beimachen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Da muss jeder mal gucken, was so, ne, dementsprechend für ihn auch handbar oder möglich ist. Wir haben ja Urgesteinsmehl hier schon drin im Beeten, von daher ist das jetzt nicht so wichtig. So, pass mal auf, richtig schön feststopfen, dass auch ordentlich was hier hineinbekommen, damit das nicht so schnell absackt. Wir müssen das Ganze abdecken. Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, du könntest es rein theoretisch mit einer Folie abspannen. Das wäre eine Möglichkeit und eine andere Möglichkeit ist, das Ganze einfach abzudecken.
wenn das jetzt viel aussieht, das sackt hinterher. Ne? Das ist dann, das sackt ganz schön ab. So, jetzt abdecken. Da kannst du die Erde nehmen, die du hier herausgenommen hast im Prinzip. Die kannst du oben drauflegen. Du kannst dir Kompost drauflegen, so wie ich das jetzt mache, weil ich den noch zur Verfügung habe. Bringt dann auch so ein bisschen Mikronährstoff in dem Sinne mit rein. Werden das Ganze allerdings auch mit effektiven Mikroorganismen nochmal angießen. Irgendwann eine dicke Schicht hier drauf von 2-3 cm. Mal schön andrücken. Nach dem Anwässern drücken wir das gleich auch nochmal an. Das ist schon cool, ne? Wenn das so tatsächlich richtig funktionieren sollte. Wie gesagt, wir müssen die Pflanzen beobachten, wie sich dann hier im Radius, im Kreis dann dementsprechend entwickeln bzw. verhalten. So, angießen wir das Ganze. Erstmal vorsichtig, ne, denn der Kompost war jetzt trocken gewesen, von daher musste erstmal ein bisschen feucht werden. Lass mal ein bisschen absacken, würde ich sagen, und gieße ich gleich noch ein bisschen nach. Und ja, das war's im Prinzip. Du kannst jetzt noch mal ein Stück Holz drauflegen oder dergleichen, damit die Sonne hier das Wasser nicht so schnell rauszieht, damit es ein bisschen geschützt ist, auch in dem Sinne. Von daher, wie gesagt, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir testen das ganz einfach mal aus. Ne, entweder vegan in dem Sinne, wie jetzt mit Graskräutern, hast du nicht gesehen. Oder aber auch mit Mist in dem Sinne zusätzlich, aber nur etwas. Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, unten so ein paar Zentimeter rein, Rest dann mit Rasen, Schnitt auffüllen oder anderem Grünzeug im Prinzip. Ne. Du kannst auch, wie gesagt, Unkräuter reinpacken, alles Mögliche. Wichtig ist halt, dass die Rohstoffe, die wir jetzt hier hineinbringen, die geben Nährstoffe mit der Zeit ab. Okay? Das, denke ich mal, könnte eine recht coole Sache werden. Ja, barfuß. Ist doch am besten, ne? Gerade im Sandkasten ist das schön. Und da achten wir drauf natürlich, dass hier keine Trinkgläser nach draußen kommen, auch keine Flaschen, Glasflaschen oder dergleichen. Also da muss man wirklich drauf achten, man Sandkasten hat, dass also dann in den Bereichen man darauf tatsächlich verzichtet. Ne? Okay, das ist schön anzusehen. So, jetzt haben wir hier das Beet leer. Hier hatten wir die Kohlrabi drin. Und die hatten wir abgeschnitten, die Wurzeln drin gelassen. Die müssen wir jetzt rausbuddeln. Das heißt, wir müssen so ein bisschen buddeln hier, Melody. Siehst du das? So, so, siehst du, dann kommt die raus. Zieh ihn raus. Dann kommen die Wurzeln nämlich raus. Legen wir erstmal hier an die Seite. Leg die einfach an die Seite erstmal. So, da ist noch eine. Wo denn? Da. Kommst du da dran? Nein. So. Danke. So. Die auch noch hier. So, siehst du wohl. Ach, die meisten sind schon tatsächlich auch richtig vergangen, interessanterweise. So, jetzt müssen wir das Ganze aufbuddeln hier. Das kannst du machen. Hier, buddel mal so ein bisschen rum hier. Ich ziehe das nachher dann gerade, dass wir den Boden so ein bisschen gelockert haben überall. Das kannst du jetzt machen. Und dann werden wir hier gleich Erbsen einsehen. Ist eigentlich viel zu spät. Zuckererbsen. Keine Löcher buddeln. nee, warte mal, keine Löcher buddeln. Muss hier. Da. Ja, da hinten, da kommen wir gleich von der anderen Seite dran. So, machen wir ein bisschen weiter. Zuckererbsen sollte laut Verpackung bis Mitte Mai. Es ist aber bei den Zuckererbsen so, die kann man ja auch essen, die ganz kleinen Schoten im Prinzip, wenn die herauswachsen. Auch die sind super lecker. Die kann man tatsächlich auch noch essen. Und damit wir das jetzt hier bedeckt bekommen, machen wir das jetzt. Ne? Dann haben wir alles grün hier drauf und der Boden ist auch ein bisschen geschützt. Und das Interessante bei der ganzen Sache ist, das sind ja Leguminose. Das heißt also, die nehmen Stickstoff aus der Luft und speichern die in ihren, wie heißen die Dinger jetzt, weiß ich gerade nicht, in den Wurzelbereich. Und das kommt dann später, wenn die Erbsen dann dementsprechend wachsen dem Boden zugute. Ne? Und da wir hier vorher Kohlrabi drin haben, ist das natürlich genial. Dann wird der Boden also auch ein bisschen aufgebessert wieder. Von daher machen wir das jetzt und haben wir die Fläche, wie gesagt, genutzt hier noch. Und ne, kriegen das wieder grün. Und tun was Gutes für den Boden hier im Hochbeet. Ich glaube, nächstes Jahr müssen wir das aber auffüllen. Da müssen wir erstmal die Erde raus, 20, 30 cm auffüllen und den guten Boden dann oben wieder drauf. Ne? So, buddel du mal weiter. Ich hole mal eben. Ja, dann lass es kurz sein, dann mache ich das gleich. Ich mach weiter. Gut, dann mach du weiter. Ja, von mir aus grab erstmal ein Loch. Löcher graben macht ja auch mehr Spaß. Aber der ist schön locker, der Boden. Nein, der muss nicht raus, der bleibt da drin. Guck mal, was wir gefunden haben. Wir haben gerade schon mal eine Probereihe gemacht. Guck mal, wer da krabbelt. Was ist das, Melody? Ein Regenwurm, ne? Ja. Der darf hier ruhig drin bleiben, weil der lockert den Boden und der frisst so altes, absterbendes Grünzeug im Prinzip. Das frisst er. Und dann macht er und dann düngt er damit die Pflanzen wieder. Ne? Und von daher darf der hier drin bleiben. Aber den müssen wir jetzt mal
just raus. Ne, warte mal, ich leg den mal hier vorne rein, so, dass er nicht trocken wird. So, mach ein bisschen Erde drüber. Ein ganz bisschen. Ja, ein bisschen mehr schon, so. Guck mal, so. Okay, jetzt nicht drücken oder so, lass ihn einfach, der sucht sich schon seinen Weg. So, okay, dann machen wir jetzt hier weiter. Oh, dann kannst du weitergehen. Wir haben ja gerade eine Proberei hier gemacht. Wir nehmen uns einen Bambus, du darfst das machen, einen Bambusstab und damit kennzeichnen wir uns die Rillen, wo wir die Samen reinlegen. Nicht, dass alles hier so kreuz und quer drin rumliegt im Prinzip. So, jetzt haben wir eine Rille, dort legen wir jetzt die Samen hinein. Hier, komm, ja, machen wir gleich. So, gib dir mal, nee, eine Hand brauchst du ja. Mach die mal ein bisschen zu. Moment, ich habe gerade eine Bremse. Ich hole mal gleich das Autan. So, jetzt legst du hier in die Rille immer im Abstand einen Samen rein. Ich fange mal von der anderen Seite an. Eins. Wer schneller? Eins. Ein noch? Ja, super. Da noch einen rein. So, dann drückst du jetzt ein bisschen weit auseinander. Mit dem Finger drückst du die jetzt ein bisschen rein in die Erde. Drück die mal jetzt rein hier. Gib die anderen mal hier. Lass liegen, komm, ich heb sie gleich auf. Wir müssen erstmal hier zu Ende machen. Ja, dann okay. So, dann drücke ich die jetzt rein. Eins. So, mach du da weiter. Die habe ich ja schon, mach du da weiter. So, also richtig reindrücken. So, super. Nicht zu tief, ne? Genau so. Ganz klasse machst du das. So, und dann schieben wir die Rille zu. Erst zuschieben, Melodie. Zuschieben, so, so, richtig zuschieben, damit schön bedeckt sind. Ne? Und jetzt kannst du die Rille andrücken. Andrücken jetzt. Hier. Ja, da kommen gleich noch Würmer. Ich glaube, das hat sie jetzt das erste Mal gesehen, dass ein Wurm aus dem Boden gekrabbelt kommt. Das ist ein Stein, lass mal drin. Einfach so andrücken. So, okay. Dann kannst du gleich die neue Reihe machen. Hier, komm, ich gebe dir mal die Tüte. Nee, hier kommst du ja gar nicht mehr dran, ne? Oder? Kommst du da noch dran? Nee, ne? Nein. Nicht wirklich. Okay, dann machen wir es von der anderen Seite. Aber da komme ich auch nicht mehr dran. Dann mache ich die in der Mitte und du machst, ja, da am Rand kommst du dran, das geht ja auch. Läuft. Das ist so schön zuzusehen, wie ein Kind alles nachmacht. Ne? Auch wenn es nicht ganz in Ordnung ist in dem Sinn, also so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren sollte. Lass einfach mal machen. Einfach machen lassen. Ich werde auch gar nicht eingreifen oder gleich. Ne? Sollte selber gucken, was da so dann demnächst passiert, ne? Was sie dann selbst fabriziert hat in dem Sinne. Denn am besten lernt man beim Machen, wenn man es selber macht, ohne dass einem jemand was sagt. Ne? Wir haben es ja vorher gemeinsam gemacht, von daher. Lass einfach mal machen in Ruhe. Ja, Mädchen spielen auch mit Bagger. Sollst du mal glauben. Nach getaner Arbeit spielen wir ein bisschen. So, wir müssen gleich noch unser Beet hier mit den Erbsen gießen, dementsprechend natürlich auch mit effektiven Mikroorganismen. Das behalten wir natürlich so bei. Es wird windig. Ich wollte nur just gucken, ob die Kamera richtig eingeschaltet ist. So, dann kommen wir jetzt zu diesem Schätzchen hier, was ich im letzten Film gezeigt hatte. Das ist schon ein Projekt, das wir sehr lange nicht verfolgen, sondern es ist lange her, dass wir es gemacht haben, gestartet haben damals. Ne? Ich habe es jetzt aus der Versenkung wiedergeholt und geschnitten, denn hier waren unzählige Austriebe dran gewesen. Aber das, was man jetzt sieht, das sollte sichtbar sein. Das heißt, erst hier im oberen Bereich wird dann tatsächlich das Wachstum der Pflanze dementsprechend, ja, ich sag mal, gestaltet. Müssen wir mal gucken, wie wir da machen, wir da eine Kugel drauf machen oder Kegel oder wie auch immer. Weiß ich jetzt noch nicht, ist auch nicht ganz so wichtig. Aber interessant zu beobachten, was man mit Pflanzen alles machen kann. Ne? Wir hatten hier damals eine Spirale, so eine Feder. Die haben wir einfach in den Topf mit reingesteckt und haben die Pflanze als Steckling, oder als bewurzelter Steckling dann hier hineingesetzt und an dieser Spirale langsam hochgeleitet. Die Seitentriebe immer wieder eingekürzt, dass nur der Haupttrieb wachsen konnte. Und später habe ich dann einen Bambusstock beigesteckt und das Ganze dann hier um den Bambusstock drum gewickelt. Und das ist... Die Kamera ist wieder ausgeschaltet. Jetzt ist es wieder an.
Es ist so schön, wenn Kinder in Ruhe spielen können. So, pass mal auf, ich habe mir jetzt etwas überlegt. Ach so, die Spirale übrigens, das war damals eine Spirale aus der, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so diese Selbstbewässerung, die aus dem Rasen kommt und dann piep, 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 piep. Das war von Gardena so ein Ding. Die sind ja ungefähr so hoch und das war kaputt gemäht, oben das Teil. Und da guckte die Feder halt raus und dann habe ich die genutzt dafür, das Projekt hier dementsprechend zu starten. Ich habe mir gerade überlegt, was ich jetzt hiermit weitermache, damit das Ganze auch interessanter wird, wirkt. In der Schale natürlich nicht, soll kein Bonsai werden oder dergleichen, das wäre ja nur Quark mit Soße. Ich gehe davon aus, rein gestalterisch, dass wir hier einen hohen Topf nehmen, also einen relativ hohen Topf. Der sollte also, denke ich mal, wenigstens einmal so lang sein, hoch sein in dem Sinne wie dieser Topf. Wisst ihr, was ich mache? Ich breche jetzt hier ab, fahre mal eben los und mal gucken, was ich passendes finde. Und dann werden wir das Schätzchen gleich noch gemeinsam umtopfen, einpflanzen in dem Sinne, um dann, wenn wir tatsächlich hier oben wieder so richtige Grün dran kriegen, einen Kegel oder dergleichen, dann dementsprechend das Ganze präsentativ interessanter aussieht. Das ist natürlich ein hoher Topf, denke ich mal, bei solch einem hohen Gebilde. In dem Sinne Art Kunst, ne? Wesentlich interessanter. So, das werde ich machen. Ich fahre jetzt los und guck mal, was ich da so finde. Okay? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn es nicht regnet, muss ich mal gucken. Spiel zu verstecken. So, meine Lieben, wir kommen leider zum Abschluss heute schon. Das war nicht ganz so tragisch. Es wird eine Fortsetzung geben, denn der Himmel zieht sich zu. Das heißt, wir kriegen gleich Regen und wir beide möchten jetzt gleich auch Mittagsschlaf machen, so ein bisschen uns ausruhen, erholen. Und wenn Gott so will, dann gehen wir Nachmittag wieder nach draußen, wenn es dann wieder schön ist. Ne, Melodie? So, einen passenden Topf habe ich gefunden, einen hohen Topf dementsprechend. Das sieht also optisch wesentlich besser aus. Auch rundlich, weil die ganze Gegebenheit ja auch rund ist im Prinzip von der Pflanze selber. Und dementsprechend können wir jetzt oben eine Kugel drauf gestalten, aber auch einen Kegel, denn auch der Kegel ist natürlich rund, würde optisch auch vielleicht besser zum Topf passen. Aber das sehen wir im Laufe der Zeit, ne? Wie so viele andere Sachen hier im Kanal dementsprechend auch. So, meine Lieben, wenn es gefallen hat, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier im Reich der Pflanzen. So, Melody, was machen wir jetzt noch? Rausgehen. Rausgehen, ja. Im Moment bleiben wir noch draußen, aber gleich gehen wir rein. Ne? Weil wir uns ausruhen müssen ein bisschen. Essen können wir auch noch vorher, logischerweise. Das ist aber klar. So, ich würde sagen, see you later. Tja, schade, dass es jetzt einfach sich zuzieht, der Himmel. Du kannst dich verstecken. Achso, Melodie, habe ich einen Pott geholt, den zeige ich euch nochmal eben. Geh mal da hinten hin, aber sei vorsichtig hier mit der Kamera. Nicht dagegen laufen, super. So, ich schwenke da einfach mal rüber und drehe dann auch den, siehst du gewohnt nichts, ne? Die Töpfe hat Melodie dahingestellt. Da hinten, guck mal. Den Topf haben wir geholt für Melodie zum Spielen. Kann sich verstecken, aber der kommt dann in den Sandkasten. Den buddeln wir in den Sandkasten ein, dann kommt da Wasser rein. Dann haben sie Matschepatsche zum Spielen. So, wink nochmal. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Und weg. Oh.